So, weiter geht das große Zittern und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Frostpunk. Heute werden wir in dieser Folge minus 70 Grad bekommen, darauf freue ich mich schon irrsinnig. Es ist ja, dann gehen wir es auch, würde ich sagen. Ne? Da müssen wir Heizung auftragen im Sägewerk, sonst kriegen sie dir die Finger und dann wird das Schwärm in Holz klopfen. Das wollen wir natürlich nicht. Die Musik wird gerade immer dramatischer oder kommt mir das, bitte immer das Ei oder ist das halt besonders arg oder ist anders die Musik oder bitte immer sein? Nein, ich glaube die ist wirklich anders. Ja, es wird dramatisch. Es rollt was auf uns zu, so wie es ausschaut, nämlich eine mega große Sturmfront und das wird dann halt unlustig, würde ich behaupten. Da haben wir die Kohle zum Anholen oder was? Ah, sind eh beschäftigt, sind dort. Erst, das schaut eigentlich ganz gut aus momentan. Die Leute sind gut verteilt, würde ich sagen. Wir haben, naja, aber wir haben nur 22 Ingenieure zur Verfügung. Das müssen wir jetzt schon schauen, dass wir die irgendwo unterbekommen, wenigstens. Was ist das? Keine Rohstoffe in Reichweite, ne, weil sie so Gas gegeben haben, da, weil sie so brav waren. Verräter unter uns, Captain, einer unserer Ingenieure verbreitet Lügen. Danke, Ingenieur. In denen sie ihr. Was, der Tyrannite oder mich bezichtigen, der Geh? Na sowas, das ist ja keine Lüge, den werden wir einsperren. Oder? Verletzen tun wir nicht, na einsperren reicht. Ja? Na tun wir halt einsperren, wenn er blöd ist, dann wird er eingesperrt, ganz einfach. Man kann ja nicht erzählen, dass ich der Tyrann bin. Ich meine, wo kommt man denn da hin? Ja? So, meine Arbeiter. Wie geht's euch eigentlich da? Das Gefängnis tun wir gleich mal ein bisschen in die Höhe pushen. Damit da ja nichts sein kann. Da haben wir ein bisschen wenig Leute drin, da können wir auf 3G. Ja? Damit wir halten, wer wenden da so. Ah, da ist übrigens. Zack! Ne? Da werden die Leute gehängt, wenn sie blöd sind. Oder so, glaube ich. Genau, Hinrichtungsstätte. Da werden auch gevierteilt werden. Das ist auch gemütlich. Kann man auch machen. Bin jetzt nicht ganz so der Fan davon, weil da spritzt dann das Blut umeinander und das muss man wegwischen. Aber gut. Soll so sein. Damals oder jetzt in dem Zeitalter ist das halt so. Ich habe keine Ahnung, in welchem fiktiven Zeitalter das Ganze da spielt, in welchem Jahr das sein soll, aber ja, eigentlich ist mir eh wurscht. Ist ja nur ein Spiel. Falls du das noch nicht putzt. Es ist ein Spiel, ja. Es ist nicht echt, ja, was wir da machen. Ja. Das wäre was. Wenn das echt wäre, hui! Da hätten wir, glaube ich, alle keine Freude, wenn das echt wäre. Und da, wenn wir da alle so hackeln müssten wie die Viecher. Damit wir das alles überstehen. Gut, obwohl bei der Köden hakelt man dann wahrscheinlich freiwillig schnell, weil. Ja. Damit man nicht so friert. So. Gut. Erst, ich muss dauernd irgendwelche Leute noch besetzen. Das geht mir gerade schon so am Nerv. Es kann nicht sein, dass die alle krank werden. Bin nur noch am Leute nachbesetzen da in die Hütten. Kann mich um nichts anderes mehr kümmern. Ja, Great Leader, das bin ich. So, 3000. Kohle haben wir eingesammelt über den Dock. Das ist fein, das habt ihr gut gemacht. Die Speer sind angekommen, sehr gut. Da müssen sie nämlich, glaube ich, tummen. Na, das sind auch Überlebende. Ich meine, jo, je, das sind Überlebende, cool. Bringt sie zu unserer Stadt. Gut, bitte tut das begleiten. Wie weit ist die Front noch entfernt? Man weiß es nicht. Oh, da steht irgendwas, Momento. Versorgt alle Hungrigen, ne, das geht so nicht aus. Erforscht Signalstation Spektro. Spektroskopie-Linse. Aha. Gut, dass ich das komplett übersehen habe, dass ich das machen soll. Das ist jetzt super gut, ja. Und dann werden wir das halt erforschen demnächst. Aber zuerst möchte ich mal schauen, dass die Unzufriedenheit runtergeht. Was ist denn los mit euch? Das tat's nicht alle so. Machen sie alle ins Hemd, nur weil es ein bisschen huschig ist. Wobei es jetzt eh nicht ganz so kalt ist. Jetzt geht es ihnen eh eigentlich relativ gut. Wo ist denn das Gesetz? Wo ist denn die. Da ist das Gefängnis, gell? Ja, das haben wir gerade erst gemacht. Propaganda haben wir auch gerade erst gemacht. Und Wachen haben wir auch schon umeinander geschickt, ne? Leiwand. Das heißt, wir können jetzt gar nichts tun bezüglich der Unzufriedenheit. Oh ja, wir können schon was tun. Ich sehe nämlich gerade, wir brauchen viel mehr Heiß. Ist das ein Wahnsinn oder ist das ein Wahnsinn? Aus! Die Frage ist halt fraglich, ob den allen warm genug dann noch ist. Ich meine. Bleibt mir jetzt eh nichts anderes über. Ich muss die Häuser bauen. Und nachher muss ich halt schauen, ob es in Wärmebereichen noch sind. Ich meine, es schaut schon so aus von den Dampfzentren her, dass das passen tät, ne? Ah, jetzt habe ich nicht mitzählt, wie viel wir brauchen, aber
Ich setze das jetzt noch und dann schauen wir halt, wie wir ausschauen mit der Obdachlosigkeit dann später, wenn die Häuser dann gebaut sind. Dazu tun wir einfach mal vorspulen. Ja, und hoffen, dass sich das mal wieder ausgeht. Aber ja, wir sind auf der Stufe 3 jetzt vom Generator her, das heißt, das geht sich locker easy aus, dass sie über die Nacht kommen mit der Kohle. Gewalt, na, das lassen wir mit der Gewalt. Wir tun halt ein Freudenhaus machen. Oder machen wir ein Duellgesetz einmal und dann gibt es ein Freudenhaus. Als nächstes dann halt. Ne? Ja, das neue Law passt. So. Super, und da kommt die Kälte. Und wir haben schon wieder minus 70 Grad. Und ich muss schon wieder aufgehen mit der Dampfstufe. Yippie. Damit wir die Leute nicht alle erfrieren, weil das Zeichen ist kein gutes nicht. Zu kalt in diesem Gebäude. Aber wie gesagt, jetzt steigt das Ganze. Und dann muss der noch warm genug sein und dann haut es wieder hin. Ich habe noch Arbeitskräfte zur Verfügung, sicher schon wieder. Wer wird bestraft? Irgendwer wird gepunished. Aber wahrscheinlich, wenn man nicht hakeln geht oder so. So, da haben wir wieder ein paar Leute. Super. Ach Gott. Wie weit ist denn der Spaßsturm entfernt eigentlich? Weiß man das irgendwie? Wurscht. Tiefe Senke, Lagervulkan, das klingt relativ vielversprechend. Schaut's einmal hin zum Vulkan. Na gut, gefrieren tut's nicht. Die Kohle steigt, wenn auch sehr langsam, in die Höhe. Und ich glaube, mehr kann ich jetzt gerade auch nicht tun. Was ich schon getan habe. Ja, jetzt können wir noch warten, bis die... Doch, da haben wir noch Platz frei. Ja, gut, jetzt muss ich da schon wieder eins nach dem anderen anklicken, das macht dann Spaß. Ja, ich wollte sagen, jetzt können wir noch warten, bis unsere Leute dort sind, bei der Expedition, bei der allerneuesten. Das dauert noch einen Tag und 10 Stunden, also das dauert noch ein wenig. Ansonsten, das mit dem Essen kann ich momentan, glaube ich, nicht regeln. Oh ja, jetzt haben wir sogar 40... extra Reserven, jetzt kann ich die endlich mal auf Patrouille schicken, da die Inspektion. Können endlich mal schauen, was da so abgeht in unserer Stadt. Und die Unzufriedenheit sinkt ein bisschen und das ist Gas. Versorge alle Hungrigen, ja, gelingt mir nicht, tut mir leid, das ist eine Niederlage. Erforsche Spektrolinse, ja, die Linse. Was ist da eigentlich mit dem Echtzentrum? Wie lange braucht es denn das so im Durchschnitt? Das ist ja fürchterlich. So, na dann machen wir eine Notfallschicht, hätte ich behaupten. Zack, gebe ihm. Ja, und dann Vorarbeiter auch gleich. Wir sollen jetzt ein bisschen laut sein auf der Geraden. Wir müssen schauen, dass wir was tun da, weil es wird langsam. Ja gut, jetzt wird es mal wieder wärmer, okay. Wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen, so schlimm schaut es jetzt wieder auch nicht aus momentan. Zumindest aktuell nicht ganz so arg halt, ne? Also wir werden es überstehen jetzt erst einmal. Und trotzdem hätte ich das gerne einmal fertig, damit ich diese komische Station da erforschen kann, was wir da gesagt haben. Effizienz ist erforscht und das, glaube ich, hilft einiges. Das bewirkt, glaube ich, einiges. So, na, da haben wir eh schon die Signalstation von ganz von Anfang und da haben wir die Signalstation, stereoskopische Linsen. Und da brauchen wir noch 100 Stahl. Aha, na, das ist jetzt ganz geil. Wir haben nämlich nur 89. Das gefällt mir. Zack, Vorarbeiter. Gas geben, Burschen, Gas geben. Wir brauchen 100. Schaut aber ganz gut aus, wir sind schon auf 93. Kann man da noch die Arbeitszeit, ist eh schon von 6 bis 20 Uhr. Also bis 20 Uhr hakeln die ja noch. 95, kommt zu zweiter. 97, bald haben wir es geschafft. Ich brauche die 100 jetzt, Burschen. Gebt's Gas, komm. Zwei noch, eins noch, ihr schafft's das, ich glaube an euch, komm. Burschen, geh mal. Oh, scheiße, noch immer keine 100, was ist jetzt? 99. Jetzt müssen wir gehen. Jawohl, da haben wir die 100. Und da tun wir erforschen. So, was wollt ihr jetzt da? Apathie macht sich bereit. Ne? Das, sowas ist nie gut. Ja? Apathische Leute brauchen wir nicht. Zwingt sie härter zu arbeiten. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Ja, das ist nicht gut. Lasst sie in Ruhe. Dieser Arbeitsplatz wird während dieser Notfallschicht mit einer Effizienz von 50% betrieben. Ach Gott, das macht Spaß. Ja, gut, von mir aus. Ich kann mir nicht mehr Unzufriedenheit leisten momentan. Weil sonst fangen die an zu randalieren und wollen mich loswerden. Und das will ich
Eher weniger. So, ja, jetzt müssen wir dann warten, bis wir wieder Stahl haben, damit wir Häuser bauen können, weil man sieht da unten eh, wir haben 26 Obdachlose. Das heißt, wir brauchen 3 Häuser. Haben wir, jetzt rein theoretisch, haben wir noch Leute? Ja, haben wir noch. Haben wir, sehr gut. Das heißt, wir machen noch was. Rohstoffe. Na, warum tue ich da immer so aufs Falsche? Nahrungsmittel, Jagdhütte. Ah, da beim Essen kann man glaube ich auch irgendwas erlernen, fällt mir gerade so ein. Aber wurscht jetzt einmal. Wir bauen jetzt einfach nochmal eine Jagdhütte. Was wollt ihr? Das Alte muss weg. Sie, unser Propagandazentrum hat Verbrennung von alten Gesetzen organisiert. Sehr gut. Unzufriedenheit sinkt. Wachen halten die Einwohner auf, die Unzufriedenheit steigt an. Ja, Unzufriedenheit sinkt. Brauchen wir, wollen wir, taugt man. Machen wir. Ist erlaubt. Verbrennt die Bücher oder was auch immer. So, da haben wir wieder ein bisschen Platz für ein paar neue Mitarbeiter, die gerade eh nichts zu tun haben. Jetzt trudeln sie aber die ganzen Nachrichten, ha? Akuter Behandlungsbedarf, na super, ich eröffne sofort eine Sanistation. Ich verspreche die Kranken zu behandeln und Menge auflösen. Dann machen wir die Sanistation, würde ich sagen. Ich hoffe nur, dass wir uns die leisten können. Also von den Materialien her. Na, 25 Holz werden wir doch irgendwo herglauben können. Also irgendwo werden wir die schon finden, die Holzdinger. Und dann läuft es. So, die Hoffnung steigt doch schon. Zack. Die Hoffnung ist gut. Die Hoffnung braucht nicht steigen, weil die gibt es sowieso nicht. Die haben wir auch geschafft, die Hoffnung. Die gibt es nicht mehr. Daumen drücken heißt, dass wir das alles noch überstehen dann. Zukünftig. Weil bald einmal wird es heftig, glaube ich. Gut. Das sind die minus 70 Grad nämlich dann ein Spaß. Gegenüber dem, was noch kommen wird. Ich weiß ja, wie viele Minusgrade es werden. Aber ich verrat's euch nicht, weil ich gemein bin. Ihr müsst euch da überraschen lassen dann. So, also ich muss sagen, mit der Kohle kommen wir jetzt echt pipi-fein drüber, über die Nacht. Das schaut extrem geil aus momentan. So, da müssen wir leider nicht setzen. Was mir gerade nicht so gefällt, sind die Bäume. Also das Holz, finde ich, ist extrem wenig gerade. Und die Unzufriedenheit gefällt mir im Übrigen auch überhaupt nicht. Also die finde ich auch sehr hoch gerade. Deswegen werden wir schauen, dass wir da mal wieder ein paar Leute einsperren. Warum ist Eich eigentlich kalt in dem Haus? Wo ist denn das Dampfzentrum? Ah, deswegen. Gut. Machen wir was. Ich will nicht, dass wir noch mehr kranke Leute kriegen da, ne? Jetzt wird der Schnee oben biegt auf dem Dachel. Wo ist das Zentrum da? Ah, das ist schon auf 2. Ah, das ist blöd. Das hat eine ganz blöde Position, das Haus. Das hätte ich gerne anreißen, ehrlich gesagt. Das ist gerade nämlich wahrscheinlich nicht drin. Ja, es ist halt gerade so nicht drin. Da könnte ich es anreißen. Gebäude demontieren. Erlangt Rohstoffe zurück, okay. Ja, du. Also, ihr, das machen wir. Zack, Haus. Woanders hinsetzen. Irgendwo, wo es schön warm ist. Ich glaube, da geht's. Ja, geht schon wieder. Holz haben wir genug. Was wir. Stahl haben wir auch genug jetzt. Das heißt, wir können eigentlich eh jetzt schon wieder ein Haus hinsetzen. Das dürfte in einer Wärmezone sein. Eins haben wir also von 3. Ein zweites kann ich auch noch setzen. Da ist, glaube ich, eh warm genug. Ich probiere es jetzt einfach einmal. Ich setze es einfach mal da her und dann nehme dann vielleicht nur ein zweites Haus, wenn wir fertig sind. Ich hoffe halt echt, dass wir keine Leute mehr aufklauen, weil dann weiß ich nicht, was ich tue, weil dann wird die Stadt ein bisschen sehr voll da. Also dann habe ich dann gar keinen Platz mehr für irgendwas anderes. Ein Überbleibsel. Sir, nach Hinweisen, Informationen haben unsere Wachen des Hauses diesen Mann durchsucht und er hat im Versteck alte Bücher und Papiere gefunden. Na sowas. Böser Mann, alte Bücher und bam, hörst. Dieser Mann wird verletzt, nein. Die Unzufriedenheit steigt leicht an, nein. Ja, super, was. Lass ihn seine persönlichen Papiere behalten, ja, behaltet den Scheiß.
Ja gut, bitte, das ist ja lächerlich, der kleine Anstieg an Unzufriedenheit. Das ist ja wirklich nicht der Rede wert. Ja, ich brauche was zum Essen, ich weiß eh. Aha, ja, na, das habe ich wieder gut beobachtet, dass das schon längst fertig ist. Habe ich übersehen. Langsam wird es ein bisschen unübersichtlich, muss ich sagen. Das Ganze. Nicht mehr ganz so easy to handle. Und wir haben 5 Leute, die hungern. Sicher das richtig? Oder sind es 65 Leute, die hungern? Das weiß ich jetzt nicht ganz, wie das zum Verstehen ist. Aber... Ja, wird schon werden. Ja, okay. Prothesen müssen wir bauen. Langsam aber sicher. Das tun wir. Machen wir wieder 10 Stiegeln. Und die Leute sind happy, hoffentlich. Gut. Und dann bauen wir das Haus ein. Unser letztes. Und ich hoffe, dass keines mehr nachkommen muss, sondern dass das tatsächlich jetzt das letzte Haus ist, das wir setzen. Da kommt's her. Ich sage es, da kommt's her. Jetzt habe ich nicht genug Holz gehabt, oder was war da gerade mit minus Holz? Da wird schon passen. Wenn nicht, dann schreit das Spiel eh wieder. Ah, die warten. Ist nicht gut, wenn die warten. Das sind auch Überlebende. Super, yay, neue Überlebende. Was jetzt? Das Spiel abgestürzt, oder was? Das wäre jetzt super. Na, das ist ein Spaß. Mir ist wirklich das Spiel abgestürzt. Ah, na. Scheiße. Ich frage bloß, wo das zuletzt so gespeichert worden ist dann. Oh, fuck, Alter. Jo, jetzt haben wir ein bisschen ein Problem. Ich tue das Spiel jetzt mal beenden und dann schauen wir, wo wir weitermachen. Eieiei. So, na, ich bin nun froh, dass das Spiel eine Autosave-Funktion hat. Jetzt schauen wir, wo uns das der Autosave-Punkt hingeführt hat. Ich hab noch keine Ahnung. Wir sind gerade, ihr seid quasi live dabei gerade in den ersten Sekunden. Wo ich den Autosave-Punkt geladen habe. Also ich sehe schon rechts oben, wir haben noch 20 Stunden, bis die Max ankommen. Die sind nicht bei uns gerade angekommen. Da sehen wir noch, dass ich die Leute vergessen habe zum Einpflanzen in die Hütten. Ist super gut. Dann werde ich das jetzt alles reparieren und mache einen Cut und dann sehen wir uns dort wieder, wo ich die Leute dann schaue, was die da für Flüchtlinge schon wieder gefunden haben. Ja? Bis gleich. So da, jetzt sind wir an der Stelle, wo unsere Leute angekommen sind beim Vulkan und jetzt klappt es auch. Und wir haben da wieder Überlebende, die immer skeptisch, immer Arsch, immer geschissen. Und die eskortieren wir, es sind deren 19, die überlebt haben, die vor, jetzt kann ich nochmal raus, vor diesem gar fürchterlichen Sturm fliehen, der uns bald einmal einholen wird und wo wir dann schauen müssen, wo wir bleiben quasi. Gut, that's it einmal. Also jetzt begleiten wir die nach Hause. Ansonsten habe ich die Häuser wieder gesetzt, so wie es war alles, habe alles quasi repariert, wie wir es gehabt haben. Gut, das, die Nacht können wir skippen und dann schauen wir halt weiter, was wir dann untertags noch so zum Tun haben. Aha, da haben wir jetzt zum Beispiel schon ein neues Gesetz, was wir verabschieden können. Da haben wir gesagt, wir machen jetzt das Buff, ne? Zweck. Nein, nicht Zweck. Anpassung. Freuden aus. So, zack. Und gib ihm. Unterzeichnen. Gut, das wird mal erledigt. Die Mutter ist hungrig. Derer geben wir 2 Essensrationen, damit es nicht mehr ganz so aha, wenn wir welche hätten. Ich meine, ich habe sie jetzt einmal zugesagt, aber. Ah, das ist halt schon arg mit dem Essen. Ich meine, wie viele Einwohner haben wir denn? 500, okay, alles klar. Also, wir haben wirklich wahnsinnig viele Einwohner, muss ich schon sagen, ja. Dass uns die Probleme verursachen, was das Essen anbelangt, das ist eh irgendwie klar. Ich schaue jetzt einmal gar in den Technologiebaum da. Ob wir da noch etwas machen könnten, um das ein bisschen effizienter zu gestalten. Aha, die täten, die fliegenden Händler, die täten dann mehr Essensrationen uns bringen. Na, dann werden wir das wahrscheinlich dann ganz einfach erlernen. Ich glaube, der Nahrung-Gesundheitsbaum, Unterkünftebaum, der ist ganz interessant, den sollten wir uns näher anschauen dann, wenn es wieder offen hat, die Geschichte, und wenn der Spaß einmal erforscht ist, den wir gerade jetzt erforschen. Deswegen, naja, schauen wir mal weiter, würde ich sagen. Das ist schon wieder, ja, die haben nichts zum Tun, alles klar. Das werden wir anreißen, den Spaß, dann haben wir wieder Arbeitskräfte zur Verfügung. Eieiei, was ist jetzt denn? Achso, ja, okay, es ist nicht mehr ganz so arschkalt. So, Ladies and Gentlemen, man beachtet den Kalender oben.
Tag 41, minus 10 Grad. Tag 42, nochmal minus 10 Grad. Wir haben gerade minus 60. Das heißt, wir kommen dann schon einmal natürlich auf minus 80 Grad. Ihr könnt es rechnen, ich weiß, aber ich rechne euch das trotzdem so vor, so bin ich zu euch. Diebstahl und Aufstände. Was tun sie denn jetzt? Ja, wir haben Diskrepanzen zwischen dem Verbrauch an Rohnahrung her und Produktionsmengen der Speisehäuser untersucht. Ach so, fladert da wer was, oder wie? Wachen, um die Köche zu beaufsichtigen. Einen Einwohner hinrichten, na gut, man kann es übertreiben. Ja, obwohl, wenn der da irgendwas essensmäßig fladert, ist das natürlich nicht okay. Aber ich werde jetzt einfach einmal nur Wachen ins Wirtshaus stellen, oder in die Speisehaus stellen, besser gesagt. Damit dort einmal geschaut wird, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Ah ja, genau, die Signalstation. 5 Tage. Das könnte halt irgendwie alles ein bisschen schneller gehen, bin ich der Meinung. Das ist alles ein bisschen zach. Ja. Werkstatt. Jetzt haben wir da 5 Ingenieure in der Werkstatt. Gebt's bitte ein bisschen Gas, weil das ist ja nicht mehr lustig. Ich müsste nämlich nur andere Sachen erforschen. Es war ein wenig an Essen, was wir viel zu wenig haben. Ja, wenigstens die Kohle ist halbwegs im Grünen, würde ich sagen. Das schaut halt nicht so schlecht aus. So, Techbaum, Nahrung etc. Was ist das? Aufrüstung der Sanitätsstationen. Dank verbesserter Werkzeuge und Arbeitsheilen die Arbeiter 10% schneller. Ja, mir ist egal, jetzt geht es mir mal eher ums Essen, das ist mir jetzt ein bisschen wichtiger. Aber wir sehr viele Kranke haben. Okay, jetzt geht's glaube ich los, jetzt wird es langsam spannend. Der spannende Teil, er kommt. Auf den Sturm vorbereiten. Sir, die Wissenschaftler wollten ihren Augen nicht trauen, aber sie haben ihren Berechnungen doppelt und dreifach überprüft. Sie sagen, die stärksten Böen des Sturms werden die Temperaturen auf einen Wert sinken lassen, den wir nie zuvor erlebt haben. Jagen wird unmöglich sein, die Pflanzen in den Treibhäusern werden erfrieren, alle außerhalb der Stadt werden umkommen, ebenso wie wir, wenn wir unsere Unterkünfte nicht entsprechend beheizen können. Wir müssen uns vorbereiten. Hoffnung sinkt. Gut, Hoffnung ist wurscht, weil die haben wir, wie gesagt, nicht mehr. Generator bereit. Wir haben getan, was wir konnten, um die Heizleistung des Generators zu steigern. Aber das allein könnte unzureichend sein. Alle unsere Unterkünfte und Arbeitsplätze sollten so warm wie möglich sein. Die kommende Kälte kann innerhalb von Minuten töten. Na, das klingt alles nach Mutzern. Viel Spaß. Und wie wir dem Ganzen entgegenwirken, werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Für die Folge soll es das jetzt mal gewesen sein. Wie gesagt, aber jetzt wird es dann kritisch und kritischer, bis es absolut nicht mehr schön sein wird, das Ganze. Euch danke fürs Zuschauen und bis demnächst wieder bei Frostpunk. Baba!